Juhu, herzlich willkommen zurück. So, wir machen unser Fältchen weiter. Das haben wir ja leider in der letzten Folge nicht ganz geschafft. Oh, Zug anheben, drehen. Ja. Also sollte sich das weiter so in die Länge ziehen mit unseren beiden Feldern. Ich glaube, dann denke ich, dann ist es auch besser, wenn ich das dann offscreen mache. So zwischen den Folgen. Weil das wird dann auf Dauer doch ein wenig langweilig, denke ich mir. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe, ich kriege die Spiele so präsentiert, wie ich sie auch erleben muss. Aber das ist doch schon ziemlich heavy. Ja, in der letzten Folge haben wir nach unseren Hühnern geschaut. Ich weiß gar nicht, ob die, da hatten wir ja geguckt, oder ich hatte ja geguckt oder mich gefragt, wie wir die Viecher jetzt füttern. Ich weiß immer noch nicht, ob das ja, ob wir die jetzt irgendwo, ob wir die Sachen liegen haben oder ob die das da automatisch geht. Ich weiß nur, dass man das Stroh hier auf dem Hof direkt einlagern kann und in der, in dem Kuhstall. Aber mit dem Rest bin ich überfragt. Da müssen wir uns nochmal schlau machen. Müssen wir probieren und studieren. Uiuiuiui. Das ist dann schon die zweite Folge, wo wir dann auch am Pflügen sind. Und das Feld immer noch nicht fertig ist. Also, das andere Feld ist zwar kleiner, aber das werde ich dann mal offscreen machen. Reicht, wenn ich euch mit einem Film quäle. Will euch ja nicht verärgern so ganz. Oder doch? Wer weiß, lasst euch überraschen. Halb 10, da kann ich jetzt nach der Folge aufhören, dann kann ich noch was anderes aufnehmen. Weil ich nehme immer so 3, 4 Folgen, manchmal auch 5 Folgen von einem Spiel auf, damit ich an einem Tag so ein, zwei oder mal vielleicht auch mal 3 Spiele, kommt drauf an, wann ich Zeit habe, wann ich anfangen kann zum Aufnehmen. Dass ich dann mal so abhandeln kann, immer so ein bisschen. Muss mal überlegen, was ich dann gleich noch aufnehme für euch. Was ist denn das? Das sieht so glatt aus und jetzt trotzdem so huckelig beim Fahren. Gewollt kann das nicht sein, oder? So bestimmt Anzeigenbug. Nee, nicht euer Ernst. Und jetzt. Ist das wieder da? Tatsache. Komisch. Da stimmt doch dann noch irgendwas in der Programmierung nicht. Die haben jetzt so viele kleine Updates rausgebracht, ich weiß gar nicht, was sie bezwecken sollten.
irgendwas gefixt, dann hier gefixt, aber das haben sie nicht gefixt. Weil das kann ja nicht sein, dass da die Felder mal platt sind, dann sind sie wieder geflüht. Das passt ja hinten und vorne nicht. Na, nicht aussteigen. Ich muss neu ansetzen. Ich hätte angesetzt hier. So, das ist schöner. Schade, dass das kein Wendeflug ist. Ey, heute habe ich es aber. Ist doch nicht das nächste Spiel jetzt, wo ich immer E und R verwechsel, oder? Reicht das schon bei Gold Rush? Ich finde das ja geil, wenn man so mit so alten Maschinen anfangen muss und muss sich hocharbeiten. Aber dass sich das so lange hinzieht, verfluchte Hacke. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, liebe Leute. Oje, 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 oje. Hilfe. Oh. Gott sei Dank, gleich geschafft. Da war ja aber auch drei Kreuze, wenn das geflügt ist. Genauso wie bei dem anderen Bild. Na, fahr doch. Der Landwirt. So, jetzt gibt Gas hier rückwärts. Komm, kleiner Trecker, komm. Autsch, da hat mich was gepikst. Den Rasen kriegen wir eh nicht weg. Das finde ich, finde das echt schade. Ich hätte gern beide Felder zusammengelegt. Juhu, juhu, gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Juhu. Ich will mal gleich eben gucken, ob wir irgendwo... Ich hatte gelesen, dass da vorne ja das Sargut eingelagert wird. Muss mal gleich nachgucken, ob in der einen kleinen Garage auch das Minderfutter liegt. Oder ob das von alleine irgendwie... Das interessiert mich jetzt nämlich gerade mal. So, das ist fertig. Das können wir grubbern. Der Grubber hat ja eine schöne Größe, das muss man ja sagen. Aber der Flug... Oh. Naja, aber noch einen größeren bei dem kleinen Trecker wäre auch ein bisschen schwierig. Denke ich mir mal so. Ach, den kann ich doch schon hinlegen. So, dann hängen wir uns den Grubber an. Oh, falsche Seite. So.
Oh, ich werde hungrig, ja. Hm, kann ich nicht gerade sagen, aber wenn das Spiel ist. Dann schauen wir doch mal nach. Ui, und schlafen muss ich ja auch schon bald wieder. Was essen wir denn hier? Ein bisschen. Oh, wir haben keinen Apfel mehr, aber wir trinken ein bisschen Milch. Liebe Leute, hier. Und eine Angel habe ich auch. Ah ne, kann ich ja nicht benutzen. Sitzt ja auf dem Schlepper. Die Kettensäge, die ist echt gut. Da habe ich schon ein paar alte Sträucher hier weggemacht. Weil irgendwie flackert das Bild ewig. Achso, ich wollte eben hier zu dem Magazin hier. So, was steht denn hier? Kraftstofflage auf dem Hof. 1040 gekaufte Samen, Dünger und Agrarlehrgelager. Von hier kannst du sie in deine Sämaschine oder Düngemaschine laden. Platzieren Hänger hier, um Getreide entgegenzunehmen, wenn du eine Sorte verlierst. Kraftstofflager. Wo soll das sein? Hier drin? Oh, yo. Ja, ist ja gut. Okay. Ja, aber mich interessiert. Wo ist das Hühnerfutter gelagert? Gar nicht? Ausgabe Getreide. Wo ist denn die Ausgabe? Wenn ich auf der anderen Seite? Ne, hier. Drum, drum, oder? Yep. Können wir auflassen. Wenn da eh die Ausgabe ist, können wir es auch auflassen. Ja, aber wo ist das Hühnerfutter? Heulager? Was? Am besten lagern Ballen unterm Dach, so dass sie nicht nass werden und verfaulen. Ja, das ist mir schon klar, aber. Das ist die Kippstelle, das ist das andere. Hier liegt auch nichts dran. Wo ist denn dann unser Hühnerfutter? Dann scheint das doch automatisch zu gehen. Da unten ist unser Vorratslager, da oben ist das Bett. Was machen die Kühe denn hier für Theater? Was ist hier los? Kriegt die eigentlich auch automatisch das Futter? Ich denke mal, ha? Hm. Ich denke. Wissen tue ich es nicht, aber ich denke mal. Also, dass das automatisch läuft mit dem Futter. Weil finden tue ich es ja nicht. So, jetzt schön grubbern. Dann gleich düngen und ansehen. Dann kloppen wir hier schon mal Gerste drauf. Ich finde das blöd, dass wir nur zwei Lager haben. Oder wird vielleicht noch eingebaut, dass man das vergrößern kann. Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich nochmal eventuell nachgucken, ob irgendwas geschrieben steht. Aber ich wüsste von nichts. So, weiter geht's hier. Tuck, 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 tuck. Hört sich ein bisschen an wie eine alte Eisenbahn, und fast schon. Bock, 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 bock. Das ist ein Storch? Sieht fast so aus, ne? Ich glaube, es ist ein Storch. So, Auto, Pilot, Tempomat, meine ich, Handgas. So, jetzt habe ich es, Handgas. Eieiei, aber Qualm tut er gut. Unser kleines Möppetchen hier. Kultiviert 17. Dünger, Dung, ja, Dung haben wir noch nicht. Ei, ich habe den
Ich habe den in der Vorbereitung vergessen, den Miststreuer. Beziehungsweise den Güllestreuer. Tudum. Das ist natürlich schlecht vorbereitet. Beim letzten Mal hatten wir den ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die Kühe schon so viel da drin haben, oder? 10%. Das ist ja nichts am Mist hier. Das reicht noch gar nicht. Also können wir auch beruhigt erstmal so weitermachen. Dann hole ich halt den Düngerstreuer, den Mischstreuer beim nächsten Mal. Nicht Mist. Güllestreuer, so. Fluchthacke, jetzt habe ich es aber. Na, nicht. Da. Siehst du, der fährt manchmal von alleine in die Kurven. Aber es ist nämlich gerade wieder gewesen. Klar, jetzt auf dem Feld ist eh schwierig mit den kleinen Reifen vorne. Eh alles uneben, aber das macht er auch auf der Straße. War der wirklich früher so empfindlich, das kleine Moped? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen gleich Heier machen, das ist viel schlimmer hier. Aber das ist das Schöne bei dem dynamischen Boden. Da sieht man, wie der Trecker arbeiten muss. Würde in einem anderen Spiel auch nicht schlecht zu Gesicht stehen, wenn sie sowas mal einbauen könnten. Aber da wäre, aber da müssten sie ihre Engine, glaube ich, über einen Haufen werfen und eine ganz neue einbauen. Das ist schon eine schöne Breite, aber es zieht sich, es zieht sich. Ach, die Zeit ist schon wieder umgekehrt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass ihr eurem Depp so fleißig zugeguckt habt. Der Depp verabschiedet sich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, oder einen Kommentar, auch wenn den Daumen runter geht. Weil das ist mir wurscht, ob Daumen runter oder rauf. Aber wenn runter, dann bitte einen Kommentar da lassen. Warum der Daumen runter ist, kann ja nicht so schwer sein. Und schaut auf der Homepage vorbei oder im Forum. Ich wünsche euch noch was. Bis dahin. Tschüss.